Ich bin Luise Müller, ich bin 23. Ich studiere momentan Psychologie und ich habe in der RS 2017 einen Hirnschlag gehabt. Ich war als Flügersoldat in Bayern stationiert. Und dann war es halt auch Woche 6. Wir sind mit einem Lastwagen, also wie man sich gewohnt ist, also im Massenschlag hin, im Lastwagen hin, sind wir in den Wald raufgefahren worden. Und irgendwann ist es dann darauf rausgelaufen, dass wir dort im Wald waren. Dann kam der Befehl, gekommen, ja, tarnen jetzt. Und dann haben wir uns halt so mit Tarnstift tarnen, also halt braune und grüne Farbe ins Gesicht. Und dort ist dann effektiv, als ich dran war, vom einen auf den anderen Moment extrem Sturm geworden. Die linke Gesichtshälfte war, glaube ich, gelähmt. Ich hatte extrem Mühe zum Reden, beziehungsweise gar nicht groß reden. Die Kollegin aus dem Zug hatte das Gefühl, ich mache einen Spass, ich verarsche sie oder so. Bis sie dann irgendwann gemerkt hat, nein, das ist kein Joke, das ist ernst. Und dann hat sie zum Glück recht schnell realisiert, dass es wahrscheinlich ein Schlaganfall ist und hat mich dann halt auf den Boden flach angelegt, dass das Blut zirkulieren kann. Und gerade der Obergefreite Bescheid gesagt, hey, Leute, sofort die Ambulanz an. Und hat zum Glück recht schnell gehandelt gehabt. Dann innerhalb von etwa 10 bis 15 Minuten ist die Ambulanz angekommen. Die hat mich nachher dann recht schnell halt nach Freiburg gebracht, in das Stroke Center. Ich habe die ersten 24 oder 48 Stunden nach einem TIA, also transischämische Attacke, das ist sozusagen umgangssprachlich ein Schlägli, ist die Chance halt extrem groß, dass ein ganzer Schlag oder ein richtiger Schlaganfall dann noch kommt. Wahrscheinlich deswegen bin ich die ersten zwei Tage dort in der Stroke Unit gewesen. Ich musste dann sehen, ja, es hat sich wie stabilisiert. Dann haben sie mich dann noch in ein Einzelzimmer, halt einfach in ein normales Zimmer verlegt. Dort ist dann halt irgendwann darum gegangen, ja, wie ist der Schlaganfall überhaupt zustande gekommen. Und dort haben sie herausgefunden, dass das an einem Herzfehler gelegen ist. Gegen Ende der ersten Woche war dann die Operation angesetzt, um das Loch im Herz zu schließen. Dann haben sie das dort gemacht. Und nach der OP musste ich dann noch mal eine Woche im Spital bleiben. Als ich dann wieder entlassen worden bin, war ich dann zwei Monate lang 100% krankgeschrieben. Also zuerst war es wirklich so eine Erholungsphase, um einfach wieder, mich wieder ein bisschen zu sammeln. Dann habe ich halt vorzuprobiert, ein bisschen den Tagesrhythmus reinzubringen, vielleicht einmal pro Tag posten, dass ich wie auch ein bisschen aus dem Haus komme, dass ich mich betätige. Also eine Möglichkeit, die mir wieder ein bisschen Normalität gegeben hat, war zum Beispiel das Zocken. Das habe ich halt gemerkt, wenn ich am Spielen bin, dann ist bin ich dort darauf fokussiert, dann rückt die Benommenheit, die ich in den zwei Monaten hatte, ist wie so ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Das hat mir eine Art Normalität zurückgegeben, wo ich mich wieder konnte, wie vorher fühlen, als ich vor meinen Kollegen gezockt habe. Ja, und dann habe ich dort, halt, bin ich von 0 auf 60% rauf. Es war zwar recht anstrengend, aber es ist halt, in meinem Hinterkopf war es so, du willst in der nächsten Zeit anfangen zu studieren, du musst wieder wie in die Handlung hineinkommen. Und dann habe ich dann auch also gesagt, ja, entweder klappt es oder es klappt nicht. Und schlussendlich hat es zum Glück geklappt. Ich glaube, seit dem Schlaganfall ist es auch so, dass ich Sachen mehr bewusst mache und sie halt auch mache, wie ich sie machen will. Und nicht, wie es einfach irgendetwas ist, ja, machst es halt mal, sondern effektiv die Entscheidung auch trifft. Also ich glaube einfach generell, mich weniger stressen lassen. Also nachdem irgendwie so knapp am Tod vorbeigeschlittert bist, tut es das Ganze wie irgendwie Perspektive setzen. Dass halt einfach Sachen, die du dich vorher darüber aufgeregt hast, irgendwie so unwichtig scheinen. Ich meine, du bist hier gestorben und du regst dich irgendwie darüber auf, dass der vor dir im Verkehr schon angehalten hat, obwohl es noch grün war. So Sachen, wo ich sage, ja, die sind nicht wirklich wichtig. Ich glaube, ich finde es einfach wichtig, dass die Leute sich wie noch ein bisschen mehr sensibilisieren. Und das heisst jetzt nicht, dass sie irgendwie 600 Seiten lang ein Buch lesen müssen, sondern einfach, wie erkenne ich einen Schlaganfall, wie muss ich denn handeln, wenn es effektiv einen ist. Und halt auch irgendwo gesehen, dass ein Schlaganfall nicht per se eine alte Leute-Krankheit ist, sondern dass es jeder treffen kann. Und deswegen halt auch wichtig ist, zum Bescheid wissen.